Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Video. Erinnert euch noch an diesen Fall? Aber Knife ist Knife und das war ein Headshot, obwohl er genau auf die Beine gezielt hat. Und hier sieht man es, in God Knife Scott. Wow. Das war das Video mit dem Titel, mit solchen Skins würde ich auch cheaten. Und ratet mal, was dem Knilch jetzt passiert ist. Natürlich wurde er gebannt, jetzt gerade vor 3 Tagen. Hat ein bisschen gedauert, mir wurde aber auch von verschiedenen Stellen gesagt, Overwatch braucht im Moment wieder eine Weile, beziehungsweise es sei gerade sehr schwer gebannt zu werden, nur wenn man irgendwie richtig absolut dreist reinkackt und mit etwas besseren Cheats würde das im Moment gerade nicht gehen oder wäre das vor kurzem nicht gegangen. Wir haben jetzt aber gerade letzte Woche am Donnerstag oder Freitag Live-XP aus einem Overwatch erhalten und da haben wir direkt gesagt, mal gucken, ob einer gebannt wurde. Und ja, es ist passiert, dieser Knilch mit diesem wirklich wunderbaren Knife, ich zeig's euch, das God Knife Scorched, dieser Knilch auf Vertigo war das, wurde jetzt gebannt. Er hat jetzt nicht so extrem besondere Sachen gehabt, aber es ist eben jetzt endlich mal wieder ein Fall, der auch tatsächlich dann ein Wackband bekommen hat oder ein Account, der dann ein Wackband bekommen hat. Die Static Lock 18 Offworld haben wir auch im Video gesehen und ja, wahrscheinlich auch andere Sachen, aber ich habe mir das Video jetzt nicht mehr ganz angeschaut. Auf jeden Fall wurde er weggeschisselt, die anderen bis jetzt noch nicht. Also wir haben ja einmal diesen ultra krassen Kerl gehabt mit der AWP Dingenskirchen, ihr wisst schon, ne, mit dieser ultra fetten Souvenir AWP, der ist noch da. Wobei da auch hauptsächlich, also zumindest aus meiner Sicht, nur Bunny Hops am Start waren. Also was ich zumindest dann im Nachhinein leider erst richtig erkennen konnte, aber ich habe mir gar nichts gedrückt. Also von daher ist er wahrscheinlich noch eine Weile auf freiem Fuß, wenn er überhaupt gebannt wird. Ja, aber hier haben wir jetzt halt wieder einen kleinen, ich will es eigentlich gar nicht Erfolg sagen, aber eben mal wieder einen kleinen Bann halt am Start, ne? Also hier mit der Cybersecurity, die ist einiges oder ist ein bisschen was wert. Der hat eine Night Terror, ich habe keine Ahnung, ob die irgendwas kann vom Preis her. Ist jetzt kein ultra bepacktes Inventar, aber eben jetzt endlich mal wieder einer, der in einem Overwatch war und dann auch jetzt recht fix gebannt wurde. Ich sag mal, es hat einen Monat gedauert. Moment. Ja, naja, am 24.03. war das. Heute ist der 19. Also es hat fast einen Monat gedauert. Ja, also vor 3 Tagen kam der Bann rein. Und sogar ein Wackbann, kein Community-Bann oder ähnliches. Ja, ganz nett. Jetzt gehen wir einfach noch ran und holen uns den üblichen Spinbot-Fall für heute ab. Glotzen noch kurz gemeinsam rein. Und dann werden wir noch den Gewinner ziehen aus dem YouTube-Giveaway, das wir vor kurzem gemacht haben, in einem Video. Da musste man einfach nur kommentieren, um bei den möglichen Gewinnern mit dabei zu sein. Und das werden wir gleich noch live hier im Video auslösen oder eben recherchieren, wer da gewonnen hat, ne? Mirage, ah ja, okay, wie sieht's aus? Gut. Da kann man da einfach mal durchballern. Leider kommen solche Fälle sehr, sehr oft. Also wirklich extrem oft. Wir haben auch viel Glück in letzter Zeit mit diesen ganzen Skins-Fällen und so weiter. Extremst geil. Aber dennoch hat man halt zwischen jedem von diesen wirklich guten Overwatches 5 bis 15 scheißige Overwatches. Also Aim Vision, Other am Start, Griefing. Let's go. Das war das Video der Wallhack-König. Da habe ich am Ende gesagt, dass es hier diese... da, diese Black Lotus gibt. Ah, da guck mal mein Gesicht. Und die ballern wir jetzt dann raus. Und zwar, dafür gehen wir hier auf YouTube Dingens Picker und machen die Duplikate raus. Ja, und ballern direkt rein. So, YouTube-Kommentare sind am Start, 29 Stück. Und jetzt ziehen wir hier einfach mal den Gewinner. Let's go. Oh mein Gott, wer wird es wohl werden? Ich freue mich schon. Benjamin Hösch. Der Kommentar ist jetzt halt nicht so krass, aber naja. Andere schreiben sich die Finger wund und er schreibt cooles Video, aber auch das ist ein Kommentar. Benjamin, ich werde dich jetzt also in diesem Video hier ansagen. Benjamin, du hast gewonnen. Schreib mir bitte hier in die Kommentare des Videos deinen Trade-Link und dann kann ich dir das Ding rüberballern. Du hast dafür jetzt 10 Tage Zeit, dich zu melden. Wenn du dich innerhalb dieser 10 Tage nicht meldest, haue ich den Skin einfach an jemand anderen raus. Also mach dasselbe nochmal mit den Kommentar-Picker-Dingenskirchens und fertig. Toi, toi, toi. Und auch heute wollen wir noch ein kleines Giveaway machen. Wer hier unter dem Video kommentiert hat, die Chance, dieses Sword of Apocalypto zu bekommen. Das Ganze wird genauso aufgelöst wie eben mit der Pistole auch. Also in ein paar Videos gehe ich einfach dann ran, stell den Gewinner so vor, wie ich es eben auch gemacht habe. Also stell den auch fest, live im Video und dann meldet man sich einfach bei mir. Mit seinem Trade-Link, ganz wichtig. Gut, dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen und vor allem auch vielen Dank für die Kommentare. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr so viel kommentiert. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder heute im Livestream ab 18 Uhr. Nicht vergessen, dann ist auch wieder Giveaway und Video Games und so weiter und so fort. Also wer gerne die Möglichkeit haben möchte, Skins abzuschisseln, der kann gerne rankommen. Heute gibt es eine leckere Arkheim-Giveaway im Stream übrigens. Einfach mal vorbeischauen. Nom nom. Bis gleich, ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.